Ja, moin moin liebe Leute, hier sind wieder Markus und Dietmar vom Motorradtest.de und wir sind wieder bei Triumph in Hamburg bei Q-Bike, dem Flagship Store, stehen hier auch direkt vom Laden und testen heute für euch die neue Triumph Tiger 800 XCA. Na, was ist das Neues? Gibt sie schon seit 2018 in dieser XCA-Version mit diesem Facelift hier. Die Tiger 800 gibt es übrigens schon seit 2010, also schon ein sehr etabliertes Bike. Aber bei dieser 2018er-Version hier hat Triumph etwa 200 Verbesserungen eingebaut, von vorne bis hinten im Motor, im Fahrwerk und so weiter. Ja, eine Mittelklasse-Reise-Enduro für etwa 15.000 Euro. Es gibt die Maschine hier in vier Farben, und zwar in Khaki, Weiß und in drei Farben. Khaki, Weiß und in diesem schönen Rot. Und ja, in den nächsten 20 Minuten werden wir die Maschine für euch ordentlich auseinandernehmen. Wir hoffen, ihr habt Kaffee und Gebäck bereit gestellt. Viel Spaß beim Test und schon geht's los. Ja, willkommen zu den Abmessungen der Triumph Tiger 800 XCA. Markus, setz dich mal auf den Bock. Markus ist 1,77 groß und kommt hier ja ziemlich gut auf den Boden. Die Maschine hat eine variable Sitzhöhe, entweder 840 oder 860 mm. Das kann man auch relativ einfach einstellen. Radstand 1,54, also großes Bike, 2,21 lang. Gewicht vollgetankt 229 Kilogramm. Und ja, ich setze mich jetzt mal dazu. Das Thema Aufsitzen geht hier sehr einfach und ja, also man hat echt auch richtig Platz. Ich kann mich hier schön festhalten und irgendwie, ja, damit könnten wir in Urlaub fahren. Ja, los geht's. Ja, dann schauen wir uns mal die Bedienelemente und das Cockpit an, wie immer. Wir haben hier auf der rechten Seite den Warnblinker, hier der kombinierte Killschalter, Zündung. Das hier ist ein Button, mit dem man später dann tiefer ins Menü rein kann. Ich sehe übrigens gerade hier, der Kupplungshebel ist einstellbar in der Reichweite. Dito beim Bremshebel, auch den könnt ihr in der Reichweite einstellen. Hier am linken Lenkerende ist dann hier so eine kleine Inversion der Knöpfe. Das war auch bei der Tiger 1200. Schon der Fall. Es unterscheidet sich auch, was jetzt die Features angeht, wenig von der großen 1200er. Wir gehen sie einfach mal durch. Hier im Blinker, hier ist der Jog-Dial, das ist quasi der Multifunktionsschalter für das Menü, Hupe. Hier seht ihr die heizbaren Handgriffe. Hier oben haben wir dann noch den Schalter für die Sitzheizung. Diese Maschine hat nämlich vorne und hinten eine Sitzheizung, also sowohl für den Fahrer als auch für den Beifahrer. Das hier ist das Fernlicht und hier die Lichthupe. Und ja, dann wollen wir mal uns das Cockpit ein bisschen genauer anschauen. Auch hier analog zur großen 1200er ein 5 Zoll Farbdisplay, TFT-Display, sehr schön gemacht, finde ich. Und ja, jetzt schaltet die Maschine automatisch hier um, weil es halt so hell ist. Das eben war ja dunkel, das ist dann quasi nachts der Fall, aber jetzt haben wir hier den hellen Hintergrund. Man kann hier, das sage ich mal als erstes, den Stil des Cockpits umstellen. Es gibt drei Stile, diesen hier, das ist der zweite und das wäre dann der dritte. Eigentlich ganz schön gemacht. Ich finde allerdings, glaube ich, den ersten noch am schönsten. Ja, was wird hier angezeigt standardmäßig? Natürlich die Geschwindigkeit, also der Gang, dazu müsste ich mal eben, darf ich mal eben einmal? Ganganzeige, das hier ist der Drehzahlmesser. Dann habt ihr hier den eingestellten Fahrmodus, komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Hier geht die Tankfüllanzeige gerade, auch das super geil animiert. Uhrzeit, Temperatur und ja, hier unten ist quasi der, wenn man so will, der Bordcomputer. Da skippen wir mal so ein bisschen durch und ich zeige euch mal, was man hier so einstellen kann. Erstmal gibt es hier so ein paar Standardinfos, zum Beispiel Durchschnittsverbrauch. Und die Range, im Moment ist die gerade ziemlich voll getankt. Tageskilometerzähler 1 und 2, das ist gerade 2 und das ist 1. Da seht ihr immer, wenn es hier einen Pfeil nach oben und nach unten gibt, kann man
dieses Jogdial hier eben auch nach oben und unten bewegen. Also das ist wirklich gut gemacht, Kühl- und Mittelanzeige. Und ja, das war es eigentlich schon. Die Fahrmodi, wenn ich da drauf tippe, dann erscheint hier eben ja, die Einstellung für die vorhandenen Fahrmodi. Es gibt 6 Stück, Offroad Pro, Offroad, das ist Street, das ist Sport und das ist Rain. Und dann gibt es auch noch einen Rider-Modus, da könnt ihr halt alles Mögliche selbst einstellen. So, wir kommen zur Lichtanlage der Tiger 800 XCA. Alles LED, alles was ihr hier seht, das ist das Tagfahrlicht. Und das ist das Abblendlicht, genau. Fernlicht auch nochmal. Lichthupe, genau. Ja, und dann hat diese Maschine auch Positionsleuchten links und rechts. Die kann man dann mit diesem separaten Schalter auch noch anmachen. Genau, Blinkerei ein bisschen. Also wirklich extrem schick gemacht und ja, wie gesagt, alles LED. Ja, hinten natürlich auch LED und ich mag einfach diesen Triumph-Style, diese beiden senkrechten Lampenleisten hier. Finde ich echt mega schick. Wir kommen zum Thema technische Daten und beginnen mit dem Fahrwerk. Die Tiger 800 XCA hat einen Gitterrohrrahmen aus Stahl, hier richtig gut gemacht, finde ich, mit so ein paar Verstrebungen und so Anthrazit lackiert in Matt, also macht richtig was her. Die Gabel hier vorne, das war bei der 1200er, glaube ich, auch schon so, kommt von WP, lustigerweise, der KTM-Tochter. Eine Upside-Down-Gabel mit einem 43er Standrohrdurchmesser. Ihr könnt bei dieser Gabel die Zug- und die Druckstufe manuell einstellen. Ist also nicht elektronisch einstellbar, sondern nur manuell. Gleiches gilt für das hintere Federbein. Das kann man hier so ein bisschen schlecht nur erkennen. Das kommt auch von WP, ein Zentralfederbein. Hier könnt ihr die Federvorspannung hydraulisch verstellen. Und ja, der Federweg hinten 215 mm, also ganz schön viel eigentlich, vorne 220 mm, das ist glaube ich auch bei der XCA ein bisschen mehr als bei den XR-Modellen. Ja, wir haben ein Hinterrad in der Größe 150-70, also auch relativ schmal, 17 Zoll Felge, das ist natürlich gut für das Handling. Aufgezogen ist hier ein Bridgestone Battlewing BW 502 und dann wandern wir mal nach vorne. Ja, hier gibt es eine Besonderheit, die XCA hat nämlich ein 21 Zoll Vorderrad, die XRs haben 19 Zoll, aber hier so ein bisschen mehr auf Enduro ausgelegt, 21 Zoll. Der Reifen ist relativ schmal, 90-90, das Ganze schön handlich. Und ja, die XCA-Variante hier, habt ihr schon gesehen wahrscheinlich, hat auch sehr schöne Speichenräder, auch das ein Unterschied zu den XR-Varianten, da kommen Gussräder zum Einsatz. Und ja, das Hinterrad ist aufgehängt auf einer Zweiarmschwinge, auch natürlich aus Aluminium. Und zu guter Letzt schauen wir uns dann auch nochmal hier die Seitenständer an. Hier auch serienmäßig ein normaler Seitenständer und auch ein, na wo ist er denn da? Ein Hauptständer ist hier schon an Bord, passt ja auch zu so einer Reise Enduro. Also insofern, ja, vermisst man hier eigentlich gar nichts. Ja, der Motor ist natürlich standesgemäß hier ein Dreizylinder, Triumph typisch, ein 800 Kubikzentimeter großer Reihenmotor, DUHC, 2 obenliegende Nockenwellen, flüssigkeitsgekühlt. Er leistet 95 PS bei 9500 Umdrehungen und 79 Newtonmeter bei etwa 8000 Umdrehungen. Höchstgeschwindigkeit bei dieser Maschine liegt bei 210 Kilometer pro Stunde. Der Tank schön groß dimensioniert, hat einen Inhalt von 19 Litern. Die Maschine verbraucht auch gar nicht mal so viel, 4,7 Liter. Das heißt, ihr habt hier eine Reichweite von 400 Kilometern, was natürlich für so ein Reisebike auch ja, sehr praktisch ist. Die Maschine hat 6 Gänge und eine O-Ring-Kette und außerdem ist hier auch eine Anti-Hopping-Kupplung verbaut. Ja, bei der Tiger 800 XCA oder bei allen Tiger 800 haben wir vorne eine Brembo-Bremsanlage. Mit einer Doppelscheibe, 305 mm Durchmesser und wir haben hier ein Vierkolben, ist das ein Schwimm- oder ein Festsattel? Hier ist ein Schwimmsattel tatsächlich, sehe ich gerade und ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob auch bei den XRs hier Brembos zum Einsatz kommen. Auf jeden Fall bei der XCA ist es hier vorne eine Brembo, hinten allerdings eine Nissin-Anlage. Das Scheibchen, die Scheibe hinten hat einen Durchmesser von 255 mm und es ist ein ja, Einzelkolben-Schwimmsattel. So, jetzt wird Markus hier mal von 50 auf 0 verzögern mit der Tiger 800 XCA. Schauen wir mal. Oha. Okay.
So, Zeit für den Beschleunigungstest. 0 auf 100 auf der Tiger 800 XCA. So, jetzt muss ich mal gucken, was habe ich hier eingestellt. Ich muss natürlich in den Sportmodus gehen. Da ist er auch schon. Jetzt habe ich volle Leistung. Und dann wollen wir mal gucken, was ich hier so auf die Reihe kriege. Viel Spaß. 3, 2, 1, los. Oh. Junge, Junge. Oh, ich hatte meinen Helm nicht zu. Ja, Wahnsinn. Also, was ist das denn? Ich bin bisher, ehrlich gesagt, eher smooth gefahren jetzt. Und habe das erste Mal jetzt richtig Gas gegeben. Und bin überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass sie dann doch so flink ist. Aber, ja, wiegt halt auch nicht ganz so viel. Zumindest jetzt im Vergleich zur 1200er. Und das geht schon ordentlich vorwärts. So, Durchzug testen wir auch nochmal. Im fünften von 50, von 60 auf 100. Achtung. 3, 2, 1, los. Jawohl. Na, guck mal. Geht auch. Also, ja. Bin echt überrascht. Also, irgendwie habe ich die Maschine so ein bisschen unterschätzt, habe ich das Gefühl. Ich dachte anfangs so, naja, 800er, 95 PS. Aber das ist, also sie ist tatsächlich keine Rakete. Also wollen wir jetzt auch nicht übertreiben. Aber sie ist auch nicht untermotorisiert. Irgendwie passt das alles sehr gut zusammen hier. Gewicht, Ergonomie und Kraft und so weiter. Das ist alles sehr homogen. Gefällt mir außerordentlich gut. Ja, Zeit für unsere Probefahrt auf der Tiger 800 XCA. Herrlich, oder? Also ich habe mich richtig so ein bisschen verdiept in dieses Bike im Laufe dieses Tests. Ich muss dazu sagen, ich bin vor 2-3 Jahren mal eine Tiger 800 gefahren und ich weiß nicht, ob ich da irgendwie benebelt war oder so, aber da war ich gar nicht so begeistert. Das hat sich jetzt aber grundlegend geändert. Ich glaube auch gar nicht mal so sehr, dass das hier an dieser XCA-Variante liegt, sondern ich finde dieses Motorrad einfach extrem, wie soll ich sagen, ausgereift und zugleich handlich und so weiter. Aber gut, eins nach dem anderen, fangen wir mal wieder an mit der Sitzposition. Ja, die Maschine hat ja zwei Sitzhöhen, 840 bis 860, glaube ich. Das hier ist jetzt die niedrige. Und wie ihr seht, komme ich hier wunderbar mit meinem Fuß auf den Boden. Das passt wie angegossen. Schöner, breiter Lenker. Was hier wirklich richtig gut ist, ist die Sicht nach hinten bei diesem Bike. Hier die Spiegel, das glaube ich, kann man auch erahnen zumindest, wie weit die rausgehen. Also insofern sehe ich nur sehr wenig von meinen Schultern. Das ist doch gut. Sehr gut sogar. Und ja, dann wollen wir mal eine Runde fahren. Ich will noch mal, bevor es gleich losgeht, oh, diese Handschuhe hier, brauchen wir ein paar neue. Das mit dem Windschild hier zeigen, das habe ich auch extrem geil gemacht. Seht ihr das? Also zack, flupp, flapp, kann man hier in verschiedenen, ich glaube, 4 Positionen einrasten lassen. Das geht also auch, wenn es sein muss, während der Fahrt, wobei man das ja eigentlich solche Geschichten lieber im Stand machen sollte. Ja, und dann fahren wir mal ein bisschen durch die Gegend hier. Und ich schildere euch mal, wie sich das so anfühlt. Markus wartet auf mich. Los geht's. Ja, also ich bin ja jetzt schon eine ganze Zeit gefahren und als wir losgefahren sind bei Q-Bike, ich mich draufgesetzt habe, es war wirklich so, ich habe mich komplett wohlgefühlt vom ersten Augenblick an. Das ist immer so ein bisschen schwer zu sagen, woran das liegt. Das sind natürlich viele Aspekte bei so einem Motorrad. Es ist aber vor allem bei diesem Bike hier, ja, der Qualitätseindruck. Also das muss ich echt sagen. Diese Maschine ist einfach in allen Details extrem wertig gemacht. So hier diese Gabelbrücke alleine schon. Und alle Schalter, da wackelt halt nichts. Und ja, das macht einfach total Bock. Und dazu kommt, und das ist dann der zweite Eindruck, dieses Getriebe. Also das hört sich jetzt ein bisschen albern an, weil ich meine, Motorradgetriebe sind ja mal heutzutage bei modernen Motorrädern zumindest alle mehr oder weniger gut. Aber dieses Getriebe hier ist irgendwie super geil. Also die Kupplungskraft hier, die Handkraft am Kupplungshebel ist zum einen sehr gering, aber auch die Art und Weise, wie diese Gänge einrasten, das kann ich jetzt natürlich schlecht euch irgendwie zeigen, ich kann es nur sagen. Das ist super smooth, irgendwie das klackt nicht so, sondern es, ja, schaltet einfach so extrem sanft und trotzdem merkt man, wenn der Gang drin ist. Also das gefällt mir richtig gut. Windschutz ist hier auch richtig klasse bei diesem Bike. Wir werden nachher auch nochmal auf die Autobahn fahren und gucken, wie das da so aussieht. Aber ich schätze mal, dass es da auch
gut funktionieren wird, zumal diese Maschine ja auch diese Flaps hier hat an der Seite, diese, ja, könnt ihr hoffentlich sehen, die natürlich auch dazu beitragen, dass der Wind hier an mir vorbeigeswitcht wird. So, jetzt wollen wir auch mal ein kurzes Stück auf der Autobahn fahren hier mit der Tiger 800 XCA. Mal gucken, wie das so vor allem mit dem Windschutz aussieht. Ich werde jetzt mal die Scheibe nach oben stellen. Das geht ja schön einfach hier. Aber bitte nicht während der Fahrt. So. Und dann geben wir mal ein bisschen Gas. Und gucken mal, wie sich das so anfühlt. Vielleicht nochmal bei der Gelegenheit nochmal einen Satz zum Motor. Also ich habe das vorhin, glaube ich, nicht ausdrücklich genug gewürdigt, wie elastisch dieser Motor ist. Also es ist ja ein 800er. Und der aber sehr, sehr elastisch ist, ist eigentlich der richtige Ausdruck dafür. Also man hat ein ziemlich hohes Drehzahlband, in dem man fahren kann. Der Motor fängt auch nicht an zu ruckeln, wenn man jetzt mal im hohen Gang in der Stadt fährt. Und ja, der Windschutz ist auch ziemlich gut, muss ich sagen. Also ich fahre jetzt 140 und ihr merkt das ja auch, ich kann trotzdem noch ganz gut sprechen. Und ja, das war angenehm. Jetzt mache ich das Windschirm mal runter. Ja, jetzt habe ich ein bisschen mehr Turbulenzen, aber das geht. Und ja, wenn wir schon mal auf der Autobahn sind, schauen wir uns auch noch mal den Tempomaten an hier. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Es gibt jetzt so ein grünes Symbol. Ich fahre jetzt, wie ihr seht, ohne Gas zu geben und erhält die Geschwindigkeit. Ich kann jetzt, wenn ich will, hier auch manuell ein bisschen runtergehen mit diesem Schalter hier. Und ja, wenn ich jetzt hier bremse, dann geht der Tempomat aus. Also das ist alles sehr intuitiv und irgendwie, ja, sagt die vorhin ja schon, irgendwie funktioniert mit dieser Maschine einfach alles total geil. Also ja, gefällt mir gut. Also Windschutz ist echt, echt klasse. Schönes Wetter hier, ne? Herrlich. Ja, Markus und ich sind die Tiger 800 XCA jetzt hier eine ganze Zeit gefahren und wollen euch wie immer mal unsere Eindrücke schildern von diesem Bike. Ich fange mal an heute ausnahmsweise, wenn ich darf. Also ich bin echt ziemlich begeistert, muss ich sagen. Ich finde, das ist ein super wendiges, nicht so schweres, gut handelbares, aber trotzdem geiles Adventure-Bike. Also ich vermisse hier überhaupt nichts. Okay, Leistung ist jetzt, muss man schon sagen, ist nicht ganz so knülle wie bei den 1200ern, aber trotzdem reicht das. Und ich finde vor allem, was die Ausstattung angeht, ich meine gut, die Maschine kostet auch 15.000 Euro, da kann man auch schon ein bisschen erwarten. Aber was sie nicht alles hat, zwei, drei Dinge haben wir nämlich vorhin noch gar nicht benannt. Die hat eine Berganfahrhilfe, da kann man jetzt sagen, was soll man denn damit? Aber was ich eben gemerkt habe, total geil, wenn man so langsam fährt und die Kupplung kommen lässt, das ist auch gemerkt, dann gibt sie so ein bisschen Gas, ne, damit sie nicht abblubbert. Ne? Und das ist irgendwie so, das ist nur ein Beispiel von vielen, was dieses Bike einfach so, ja, finde ich, sehr ausgereift erscheint. Ist, ne? Was ist so dein Eindruck? Also ich habe lange überlegt, ob ich das Wort verwenden darf. Was kommt denn jetzt? Das Wort unaufgeregt. Und ich meine damit überhaupt nicht langweilig, sondern die ist, macht alles, was sie soll, super. Lässt sich sehr schön fahren, ist sehr bequem. Alles tippitoppi. Also es geht so ein bisschen, ich habe nichts auszusetzen. Das meine ich mit unaufgeregt. Ja, finde ich super. Also das Wort finde ich super passend. Sie ist so, ja, genau, so auch so souverän dabei, ne? Und so wenig, genau. Man hat nicht das Gefühl, dass man jetzt ständig Gas geben will, sondern man gleitet eher so in der Gegend rum. Ne? Und ich finde auch, dafür, dass das hier eine 800er ist, ist das sehr, sehr satt. Ne? Also man, das ist einfach ein geiles Bike, finde ich. Also das ist echt super. Ja, sag mal was zur Sitzposition. Wir sind ja unterschiedlich groß. Wie hast du gesessen? Also sie ist mir hoch genug, sagen wir es so, aber ich komme gut zurecht. Ich finde sie sehr bequem. Ja, vor allem hier auch Sitzheizung hinten und vorne, ne? Habe ich das erste Mal in meinem Leben auf einem Motorrad angeschaltet heute. Genau. Ja, ist ganz witzig. Ich meine, was ihr jetzt nicht wisst wahrscheinlich, wir haben Mitte, Ende November, also das ist irgendwie, was jetzt nicht, na jetzt ist es ein bisschen wärmer, aber heute Morgen waren es irgendwie 5 Grad. Und dann macht man das gerade mal an, ne? Ja, weil es geht. Ja, genau. Ja, also insgesamt wirklich ein schönes Bike. Also wenn ihr auf der Suche seid nach einem Adventure-Bike der gehobenen Mittelklasse, muss man ja sagen, bei dem Preis und natürlich auch das Geld habt, guckt euch diese Tiger X 800 unbedingt mal an. Muss ja nicht die XCA-Variante sein, gibt es ja auch ein bisschen günstiger. Ein ausgereiftes, richtig schönes Bike.
Allerdings. Ja, was ich auch noch mal kurz erwähnen möchte, ist ein Satz zum Fahrwerk. Das habe ich auch ein bisschen kurz gekommen. Also im Gegensatz zur großen 1200er Tiger ist das jetzt kein elektronisches Fahrwerk. Man musste schon manuell einstellen, aber man hat jede Menge Einstellungsmöglichkeiten hier. Zugstufe, Druckstufe zum Beispiel, Federbasis hinten auch. Und also diese Maschine fährt sich extrem komfortabel und super souverän. Es liegt ja, zum einen am Fahrwerk, das ist wirklich sehr ausgewogen. Und ja, es fühlt sich eigentlich gar nicht an wie eine 800er, also wie so ein eher leichteres Bike, sondern eher wie so eine schwere Maschine, obwohl sie dadurch jetzt, also sie ist nicht unhandlich, überhaupt nicht, aber so von der Lage, von der, wie sie so auf der Straße liegt, ist das schon sehr souverän. Und was echt auch richtig, richtig, richtig bemerkenswert gut ist bei dieser Maschine, ist die Sitzbank. Und Leute, glaubt mir, wenn ihr viel Motorrad fahrt oder längere Strecken fahrt, dann ist das ein wichtiges Merkmal bei einem Bike, so eine bequeme Sitzbank. Also die ist herrlich gepolstert, aber nicht zu hart. Und darauf könnte man, glaube ich, wirklich von Hamburg nach München fahren ohne Probleme. Außerdem, sagten wir vorhin schon, habt ihr auch hier eine Sitzheizung. Die kann man hier mit diesem Button bedienen. Auch für den Beifahrer geht das hier vorne. Und ja, also komfortabler geht es irgendwie gar nicht. Echt cool. Der Motor, das ist natürlich auch ein, ja, wie soll ich sagen, herausragendes Merkmal hier bei der Maschine. Das ist halt ein Dreizylinder und Markus und ich haben uns da vorhin schon so ein bisschen drüber unterhalten. Das ist wirklich erstaunlich, wenn man jetzt zum Beispiel 2- und 4-Zylinder kennt, dass dieser Dreizylinder von der Charakteristik her tatsächlich wirklich genau dazwischen liegt. Also er ist halt nicht so bollerig wie ein V2. Also ein bisschen sanfter, aber nicht ganz so sanft wie ein V4. Dafür aber, ja, finde ich, doch ziemlich charakterstark. Also ja, ist, auch das ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Ich werde hier mal wenden. Aber gut, ihr wisst vielleicht, was ich meine. Also wer noch nie einen Dreizylinder gefahren ist, sollte das unbedingt mal ausprobieren. Ich glaube, dass es viele Leute gibt, die sagen, oh wow, das ist ja cool. Also mir geht das zumindest so. Ja, Display haben wir vorhin ja schon ausreichend gesagt. Das ist auch hier eine wahre Freude. Also diese Ablesbarkeit ist einfach hervorragend. Auch die Gestaltung finde ich sehr geschmackvoll. So, jetzt wollen wir mal ein bisschen Gas geben. Okay. Also was man ganz klar sagen muss, ist, die Tiger 800 ist keine Rakete. Also 95 PS. Das ist natürlich jetzt nicht wenig und Markus würde auch sofort so ein Veto einlegen und sagen, reicht dicke, tut es auch. Aber es ist kein, soll ich sagen, kein Sportbike, mit dem man jetzt irgendwie um die Kurven hetzen wollte. Aber irgendwie kratzt das auch gar nicht, weil diese Maschine von der Charakteristik her eher, ja, so auf der gemütlichen Seite ist. Das versteht bitte nicht falsch. Also natürlich kann man dieses Motorrad auch sportlich fahren. Das kann man aber eigentlich mit fast jedem Motorrad. Aber sie ist von der Charakteristik eher, bringt sie einen so runter, das, was ich total angenehm finde. Also jetzt im Gegensatz zum Beispiel zu KTMs, KTM Adventures, da ist es ja immer so ein bisschen so, dass man irgendwie ja gerne am Grasgriff dreht. Warum auch immer, ich kann es euch nicht sagen, aber bei der Triumph 800 hier, bei der Tiger 800, ist das nicht so. Und im Gegenteil, man genießt eher das schöne Fahren. Und ja, es macht einfach total Spaß. Ja, Lastwechsel gibt es hier wenig. Wenig bis gar nicht. Also das ist schon schön sanft. Und Vibration konnte ich jetzt auch nicht so richtig feststellen. Ich bin jetzt, ja wie gesagt, eine ganze Zeit gefahren. Also man merkt einfach von vorne bis hinten, das ist ja das, was ich ganz am Anfang eingangs sagte, diese Maschine gibt es ja seit 2010 und im Laufe der Jahre hat hier Triumph einfach immer weiter nachgebessert und das ist einfach eine mega ausgereifte, souveräne Maschine und sie ist im Gegensatz zur großen Schwester, zur 1200er, dafür aber viel, viel handlicher, obwohl sie ja hier dieses 21 Zoll Vorderrad hat, mega handlich und ja, super, liegt super auf der Straße das Ganze auch. Also ja, ihr merkt, ich bin echt begeistert. Also irgendwie habe ich so ein bisschen angebissen hier bei der Tiger 800. Ja, ich hoffe, ihr konntet das alles so ein bisschen nachvollziehen. Da ist auch schon Markus, soll es mal gewesen sein mit der Probefahrt. Ich gebe zurück ins Studio zu Ingo Zamperoni.
So, das war unser Test, der Triumph Tiger 800 XCA. Wie gesagt, dieses Maschinchen hier haben wir freundlicherweise von Q-Bike Triumph Hamburg zur Verfügung gestellt bekommen für diesen Test. Wettbewerber sind die KTM Adventure 790 und natürlich die Suzuki V-Strom 1000 und auch die Honda Africa Twin. Ja, wir hoffen, ihr habt ordentlich was erfahren zu diesem schönen Motorrad und grüßen euch aus Hamburg. Macht's gut, bis bald und tschüssi!